Ja, moin zusammen. Mein Name ist Bernd Pfeiffer, ich bin Künstler von Beruf und ich bin mit meinen Bildern hier auf der Cap San Diego in einer Ausstellung im Rahmen einer Künstlergruppe, die sich Horizonte nennt. Horizonte haben wir mal vor etlichen Jahren gegründet, um auf der Cap San Diego auszustellen. Wir sind zum 6. Mal jetzt hier mit unseren Bildern und das Spannende an Horizonte ist, dass wir uns jedes Jahr wieder neu zusammensetzen. Also es bleibt immer mindestens ein Gründungsmitglied dabei und dieses Gründungsmitglied sucht sich dann bis zu 4 neue Kollegen, die hier auf der Cap San Diego dann den Sommer über ausstellen. So haben wir immer wieder eine spannende neue Kollektion in unserer Ausstellung. Dieses Jahr sind wir von Anfang Juli bis noch zum 28. August auf dem Schiff. Im Moment natürlich auf dem Weg nach Kiel, da bleiben wir nächste Woche. Da betreut unser Kollege, der Fördemaler Klaus Müller, das Schiff. Dann kehren wir zurück nach Hamburg und dann können wir weiterhin an der Überseebrücke besucht werden. Unsere Bilder sind natürlich hier nicht nur zur Dekoration auf dem Schiff, sondern man kann sie natürlich auch kaufen. Wir haben Hamburg-Motive, wir haben Motive von der Küste und unsere Kollegin Liane Wellendorf ist eine große Tierfreundin, das sehen Sie hier hinter mir, die macht also auch Tierbilder. Also ich kann nur sagen, es ist spannend, über 200 Bilder hier an Bord. Kommen Sie vorbei nach Kiel an den Saturikai oder ab nächstes Wochenende an der Überseebrücke in Hamburg.